Servus YouTube und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar heute ist auch meine Wootbox eingetroffen. Ihr seht es schon, sehr gut verpackt. Diesmal in einen etwas anderen Winkel, da es das letzte Mal hieß, der Winkel ist etwas komisch. Darum machen wir jetzt mal einen anderen Winkel, schauen wir mal, ob das besser wirkt bei den Zuschauern. Und ihr seht schon, sie ist gut verpackt hier und nochmal verpackt. Also würde ich sagen, holen wir sie hier aus der Verpackung auch nochmal raus. So, die Schachtel zur Seite. Und dann die Wootbox kommt aus Frankreich, wird in Deutschland vertrieben von GameStar. Und zwar so, ihr müsst sie momentan noch monatlich bestellen, wobei müssen, können. Kann man als Vorteil, kann man als Nachteil sehen. Ich sehe es momentan als Vorteil, dass kein automatisch sich verlängendes Abo ist. Also man hat eher den Überblick, wenn man die Box einzeln bestellt. Man kann sie mal bestellen, mal nicht bestellen, ob man sie will oder nicht. Und dann würde ich doch gleich mal sagen, kommen wir zum Inhalt der Box. Der GameStar Wootbox. Sie ist auf jeden Fall sehr schön aufgemacht hier schon mal. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ihr habt ja auch fotografiere deine Box, teile den Inhalt mit dem Hashtag Wootbox, nimm am Gewinnspiel teil. Gleich machen wir mal mit, schauen wir mal, haben wir ja schon mal was gewonnen in so einem. Hier haben wir das Wootbox Magazin für den 1. Mai. Herzlich willkommen und liebe Wooter. Wer es lesen will, kann gerne mal Pause drücken. Ich lese das ungern so vor. Und dann, ja, hier, das sagt der Geek. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal mit dem Inhalt an. Und zwar fangen wir hier an mit diesem kleinen Teil. Ihr habt es ja sicher schon bei anderen gesehen. Meine hat diesmal etwas länger gebraucht. Aber was soll's, die ist da. Hier haben wir einen Kühlschrankmagneten. Und zwar ein Mesh-Up-Kühlschrankmagnet, wie ihr hier seht. Er ist auch, ja, nicht der festeste. Aber er ist sehr schön gemacht, der Druck scheint auch recht stabil zu sein. Ist auch, man merkt den Druck, wenn man drüber fährt, also scheint ein guter Druck zu sein. Und dann haben wir hier Lara Croft und Batman, die sich um einen Butler streiten. Ich denke mal, das soll Alfred sein, oder Alfred, oder wie auch immer. Sehr schön gemacht. Ein kleiner Kühlschrankmagnet, würde ich jetzt mal sagen, so 2 Euro. Dann kommen wir zum nächsten. Und das ist schon der Wootbox Pin, wie es ihn auch von Luke Greg gibt. Mai 2016, Superheroes, Wootbox. Hier etwas angelehnt an Watchmen. Würde ich jetzt mal behaupten, der Smiley mit dem Blutsplatter, wie man ihn vom Film hier sieht. Der Pin ist aus Metall. Wenn ihr seht, auch hier mit der Sicherheitsnadel. Also würde ich sagen, 1 Euro oder so würde der kosten, wenn man ihn kaufen müsste. Dann machen wir hier weiter. Dann haben wir hier natürlich, wie ihr schon bei anderen gesehen habt, eine Batman Taschenlampe bzw. das Bat-Signal. Das projiziert hier das Bat-Signal. Hier bei mir ist es etwas hell, da wird man es nicht sehen. Und vor allen Dingen meine ist etwas verdreht. Ich kann den Knopf nicht erreichen. Ich würde sagen, wir packen sie trotzdem mal aus. Das ist eine Frustverpackung, darum packe ich die mal offscreen ein wenig aus. So. Den Müll schmeißen wir ins schwarze Loch. Und da haben wir die Lampe, hinten Kunststoff, vorne Metall. Der Knopf auch Metall. Ja, man sieht es jetzt hier überhaupt nicht. Ja, hier sieht man es. Man kann hier also das Bettensignal projizieren. Ein kleiner Gag für zwischendurch, warum nicht? Wenn man das Schlüsselloch mal nicht findet zu Hause. Diese Dinger kosten meistens so um die 5-6 Euro. Also sind wir bei 9 ungefähr, würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir hier 2 Coaster. Sehr fest, sehr dick. Marvel lizenziert, wie man hier sieht. Und zwar haben wir hier ein Wackelbild, und zwar hier haben wir den Schild von Captain America. Und hier haben wir Hulks Faust, würde ich jetzt mal behaupten. Auch sehr schön gemacht.
sind sehr fest, also da kann man ruhig mal was draufstellen, wie man hier hört, und auch sehr stabil. Scheint mir Kork dazwischen zu sein. So, was haben wir hier denn alles noch? Dann haben wir hier eine Funko Pop Figur. Und zwar habe ich hier von Civil War Captain America, der sein Schild hier auf den Rücken trägt, wie man leicht sieht. Die Nummer 125. Die Box einwandfrei im Zustand, würde ich sagen, würde ich jetzt mal behaupten. Hier, das sind die anderen, die es in der Reihe noch gegeben hätte. Und zwar Captain America, Iron Man, Falcon, War Machine, Winter Soldier, Black Panther, Agent 13, Black Widow, Scarlet Witch, Crossbones und den 6-Inch Giant Man. Der wäre natürlich klasse gewesen, wenn er drin gewesen wäre. Aber für die erste Box auch nicht schlecht. Captain America, Civil War, kein Exklusiv oder so. Aber was soll's. Und was haben wir hier noch? Ja, das war schon der letzte Artikel. Und zwar das T-Shirt, das ihr inzwischen vielleicht auch kennt von anderen Unboxern. Ich hole es euch trotzdem mal raus, denn das T-Shirt bleibt wie immer bei mir. Und zwar haben wir hier, Entschuldigung, ein Heroes Leech 2016 T-Shirt. Und zwar haben wir hier Wonder Woman, The Flash. Dann haben wir Deadpool, Batman, Captain America und Magneto, alle mit ihrem speziellen Gesichtsausdruck. Ob das Superman sein soll, kann ich jetzt nicht sagen. Da rätseln auch einige andere mit den roten Handschuhen. Aber das T-Shirt scheint sehr stabil und sehr weich zu sein. Es ist von Souls. Ich finde das Motiv irgendwie klasse. Es ist nicht immer das gleiche, es hat sogar Klopapier. Hier, Klopapier, Klopapier. Muss man auf dem T-Shirt haben. Für die erste Box gar nicht so schlecht und das war's. Die Box scheint ja auch eine sehr schöne zu sein. Im Ursprung kommt ja die Box aus Frankreich, die Wootbox. Und wird hier über GameStar vertrieben. Jetzt hätte ich beinahe was Falsches gesagt. Gibt ja so viele mit Game am Anfang. Wird hier über GameStar vertrieben, die Box. Um 5 für die erste Bootbox nicht mal so schlecht. Und ich würde sagen, durch das T-Shirt und durch die Funko Pop Figur habt ihr den Preis sicher wieder raus. Und jetzt schauen wir hier doch nochmal ins Boot Magazin. Und zwar natürlich die Einleitung wie immer. Wer es lesen will, darf gerne Pause drücken. Es ist immer ein wenig schwierig hier, die Dinger abzufilmen. Ja, das hier war zum Civil War Film, den ich leider noch nicht gesehen habe. Also, weiterblättern. Dann gab es anscheinend mehrere Funko-Figuren, wie man hier sieht. Und zwar gab es den Captain America, den Iron Man, den Falcon, die Black Widow, die War Machine und den Crossbones. Also ich denke, sie hatten vielleicht alle Figuren aus der Civil War Reihe, man weiß es nicht. Dann gab es von Marvel mehrere Coaster. Sagen wir mal so, ich habe einen guten, einen, ja nicht so, der mir nicht so gefällt. Mir wäre der Thor's Hammer vielleicht lieber gewesen als Hulks Faust. Aber was soll's, man kann nicht alles haben. Ich habe Captain America und Hulk. Andere haben Captain America und Iron Man. Ich habe jetzt noch keinen gesehen, der Thor's Hammer irgendwie hatte. Oder habe ich das übersehen vielleicht? Das weiß ich nicht. Dann hier natürlich der Magnet nochmal und das T-Shirt nochmal. Also jeder Artikel auf einer Seite. Ah, okay. Hier hatte ich anscheinend auch Glück. Hier gab es die Taschenlampe und zwei Schlüsselcover, die Schlüsselcover sind nicht so meins, da bin ich mit der Taschenlampe schon eher zufrieden. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Woodbox Unboxing. Superheroes, hier nochmal, auch ein sehr schön geprintetes Magazin. Die Box gibt es ja in Frankreich schon länger und anscheinend auch nicht so ganz ohne Erfolg, dass sie jetzt nach Deutschland kommt. Ich finde es auch schön, dass das Magazin dann auf Deutsch übersetzt wurde. Und hier könnt ihr eure Boxen fotografieren.
den Inhalt mit Hashtag teilen und gleichzeitig am den Gewinnspiel teilnehmen. Den Link natürlich zur Bootbox über GameStar, den packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung, damit ihr das auch seht und wisst, wo ihr sie holen könnt. Wie gesagt, es ist keine Abo-Box momentan noch in Deutschland. Sie muss jedes Mal einzeln bestellt werden, muss, kann, darf. Man kann es jetzt als Vorteil, als Nachteil sehen. Das wird man abwarten müssen. Aber ich finde es immer von Vorteil, wenn sich ein Abo nicht automatisch verlängert. Denn die automatische Verlängerung ist immer so eine Sache. Man vergisst mal das Abo zu kündigen. Dann hat man ein weiteres halbes Jahr oder Jahr die Boxen. Also ich finde Abos, die sich selbst auflösen, um einiges besser. Jetzt meine persönliche Ansicht, wie ihr das findet, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, bin ich auch schon wieder raus für heute. Ich sage tschüss, ciao und danke für jeden Like. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.